Es war noch relativ leer im Rüsselsheimer Stadion am Sommerdamm, als die Mannschaft bereits in voller Montur Platz nahm für das offizielle Mannschaftsfoto. Doch auch als die Ränge bereits besser gefüllt waren und das Team sich in Vorbereitung auf das Spiel warm machte, war einer im Stadion nicht zu finden. Und zwar der Eventmanager Harry Hasenpflug. Und das hatte einen besonderen Grund. Schönen guten Tag, liebe Universe-Fans. Wie ihr seht, bin ich gerade aktuell mal nicht im Stadion. Wir planen eine riesengroße Überraschung für euch. Und das Gute daran ist, im Stadion selber wissen es nur eine Handvoll Leute. Das heißt, wir starten hier heute gleich mit der Firma Roter Flug und einem Helikopter und bringen in alter Football, Frankfurter Football-Tradition den Spielball ins Stadion. Und wie, das werdet ihr gleich sehen. Und da war es dann wieder, das alte und inzwischen wieder neue spezielle Frankfurter Football-Feeling. Highlights in der Pre-Game-Show, das ist etwas für das lila Fanherz. Und wie immer gab es noch vor dem Kickoff reichlich davon. Harry Hasenpflug, sei Dank. Für Markus Grahn und die Mannschaft des AFC Universe Frankfurt standen freilich andere Dinge im Vordergrund des Spieltages. Die Standortbestimmung des AFC in der GFL 2, sie ist noch immer nicht abgeschlossen. Insbesondere die Offense der Frankfurter hat noch mit Problemen zu kämpfen. Quarterback John Rock ist zwar ein mobiler Quarterback mit gutem Wurfarm und Übersicht, doch die Probleme bei der Abstimmung mit dem Snap scheinen noch immer nicht behoben. Wie, um das vergessen zu machen, war zu Beginn des Spiels davon allerdings noch nichts zu sehen. Rock und seine Offense marschierten mit variablem Pass- und Laufspiel zügig über das Feld. Und folgerichtig nach nur 3 Minuten Spielzeit präzise getimter Pass auf Drew Mazeek, inklusive Extrapunkt durch den Seidenblatt, die 7:0 Führung für die Frankfurter. Und wer gehofft hatte, die frühe Führung würde für mehr Sicherheit im Angriffsspiel des AFC sorgen, sah sich schnell getäuscht. Wieder hatte die Offense mit sich selbst zu kämpfen und verursachte im weiteren Spielverlauf sogar noch 2 Safeties hintereinander, Ende des zweiten und Mitte des dritten Viertels. Ein Novum in der Universe-Geschichte. 7:4 Führung für Universe also vor Beginn des Schlussabschnitts. Eher ein Eishockey als ein Football-Ergebnis. Und wer seine Chancen nicht nutzt, der wird bestraft, so schien es, als Mitte des Schlussabschnitts die Gäste mit 11:7 in Führung gingen. Zwar konnte Brian Berry wenig später die siegbringenden Punkte mit schönem Lauf durch die Mitte für die Frankfurter erzielen, doch das Spiel gewann einmal mehr die Defense, die im gesamten Spiel nur einen Score der Gäste zuließ und im Schlussabschnitt den Rams ihre Grenzen aufzeigte. Ende ein hart umkämpfter Sieg und neben all der Freude auch Zeit, Abschied zu nehmen. In diesem Fall von Adrian Hensel, der für den AFC vorerst sein letztes Spiel bestritt. Und für dich war das heute ein ganz besonderes Spiel. Sag ein paar Worte dazu, bitte. Ja, war mein letztes Spiel. Ich muss aufhören, weil ich zur Polizei gehe und mich nicht verletzen darf. Und dann ist halt wichtig, die Zukunft ist wichtiger. Und es ist halt mega traurig, es liebt es, mit den Jungs zu spielen. Es ist ein geiles Team. Und vor allem nach mit so einem Sieg, ist einfach geil. Was war das für ein Erlebnis heute? Ja, ich kann es gar nicht genau beschreiben, ist einfach unglaublich. Der Sport macht so viel Spaß, die Jungs sind einfach großartig. Ist
ein Traum. Okay, vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute für deine berufliche Zukunft. Und wir sehen dich bestimmt wieder, oder? Definitiv. Ich bleibe im Team dabei. Schelf, wie ich kann. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön. 3 Siege, 2 Niederlagen. Und wohin es geht mit dem AFC in diesem Jahr? Frage unbeantwortet. Es darf weiter gerätselt werden am 1. Juli im Auswärtsheimspiel in Frankfurt bei den Pirates.